Gestern im ersten Schritt sahen wir das Ganze im Fragment des gebrochenen Brotes. Wie Christus als Gabe Gottes ganz die Hingabe lebt und so in der Selbstverteilung Geschenk Gottes für uns wird bis heute. Das Ganze im Fragment des zerstörten Leibes, so erfahren wir es heute am Karfreitag, im Tod Jesu und in seiner Passion. Das Ganze im Fragment des Opfers. Von Hansus von Balthasar stammt die folgende Betrachtung über das Schicksal dieses Opfers. Keiner will es. Jeder schiebt dich ab. Genau in diesem Zeichen bist du der Welt erschienen. Du kommst in dein Eigentum, aber die Deinen nehmen dich nicht auf. Du denen zur Last, die dir am nächsten stehen. Vom neuen Bund aus, von der Kirche aus, beginnt alles zu rollen. Im Gleichnis des einen verraten wir dich alle, im Gleichnis des zweiten, den du zum Felsen erwähltest, verleugnen wir dich alle, im Gleichnis der restlichen lassen wir dich alle stehen. Und hinausgedrängt aus deiner Kirche fällst du dem alten Bundesvolk, den Juden, anheim, fällst in ihr Bundesgehege, die du einst um Israel aufgerichtet. Doch hier bist du nicht weniger unwillkommen. Gestern war dieser Bund und morgen, wenn der Messias kommt, wird er wieder sein. Aber heute kennen wir keinen König als den Kaiser. Und der Ball rollt weiter hinaus aus der Bundeshege und kollert zurück an das Volk von draußen, an das Volk der Heiden. Einen Augenblick scheint es, als ob du hier eine Stätte gewinnest. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Aber ungelegen kommst du, wie immer, auch hier. Denn du störst die politischen Kreise. Du kommst gelegen nur, um abgeschoben an Herodes zum geschobenen Stein im Brett des Mächtespiels zu sein. Doch allzu unergiebig als Wundertäter rollst du zurück zum Ausgang. Und nun erträgt der empfindliche Boden der Erde dich nicht mehr. Hinaus, hinauf. Gepeinigt und zu Tode gemartert von denen, die nicht wissen, was sie tun. Verhöhnt und verlästert von denen, die es wissen könnten und sollten. Verraten und stehen gelassen von denen, die nicht anders können, als es wissen, wirst du nun gänzlich verstoßen ins Außen. Empor, wie eine Hostie über die Erde, die dich verweigert, gestemmt in einen gleichgültigen Himmel. Das Ganze im Fragment. So, liebe Schwestern und Brüder, ist Hingabe. So geschieht es allen Opfern der Geschichte und der Gegenwart, dass sie zum Spielball geworden sind, dass sie keine Lobby haben, dass ihnen niemand zuhört, dass niemand sie haben will. Es gibt ganz aktuelle Beispiele dafür. Und wenn wir gleich vor das Kreuz treten, dann sollten wir diesem Blick nicht ausweichen, weil wir im Blick auf das Kreuz allen diesen Opfern, von damals wie von heute, ins Auge sehen werden. Wir sehen den Opfern ins Auge. Wir laufen nicht mehr weg oder vertuschen oder drücken uns davor. Und diesem Opfer, in diesem Fragment des zerschlagenen Leibes, taucht dennoch wieder das Ganze auf. Das Ganze der Erlösung. Liebe, die erlöst, ist ohne Opfer nicht zu denken. Das ist schon unsere ganz alltägliche Erfahrung. Alles hat seinen Preis, wenn es denn wirklich etwas wert sein soll. Und so spricht das Neue Testament auch wenn wir es nicht immer gerne hören oder wahrhaben wollen, immer in den Kategorien von Liebe und Opfer zugleich.
Befreiung aus unerlösten Zuständen kann nur gelingen, wenn der Erlösende, gleich auf welche Weise, Anteil nimmt an der schwierigen Situation dessen, der erlöst werden will. Und das heißt doch für Gott, und wir haben das in der Passion gehört, wenn Gott sich unserer Not, unserer misslichen Lage, dass wir manchmal beides zugleich sind, Täter und Opfer, wenn Gott sich darauf einlässt, dann muss er sich selber riskieren. Dann muss er selber in diese Situation kommen, in der wir so unausweichlich sind. Wie Gott handelt, haben wir gehört. Sehen wir ihm im Kreuz ins Gesicht und sehen das Ganze. Opfer, Liebe und Erlösung.